Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin und Hormonexpertin. Es ist so schön, dass du hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, wie du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kannst. Ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und lass uns auch schauen, was du tun kannst, um dich wieder fit, gesund, ausgeglichen, konzentriert und ganz in deiner Mitte zu fühlen. Ein ganz, ganz herzliches Willkommen zur Jubiläumsfolge. Ja, vielleicht könnten wir die letzte Folge von der letzten Woche auch schon so ein bisschen als Jubiläumsfolge, als Geburtstagsfolge zählen, denn letztes Jahr, 2018, am 6. November, habe ich die erste Podcast-Folge bei Raus aus dem Hormonchaos veröffentlicht. Allerdings war damals der Podcast natürlich noch nicht öffentlich, weil man erst bei iTunes den Podcast veröffentlichen kann, wenn eine Folge hochgeladen ist. Und dann habe ich tatsächlich, bevor ich wirklich ganz offiziell den Podcast in die Welt gebracht habe, am 12. November habe ich schon 4 Folgen hochgeladen. Das heißt, die ersten 4 Folgen sind so ein bisschen vorneweg gelaufen und dann kam praktisch der eigentliche Geburtstag. Und jetzt ist es soweit. Jetzt haben wir ein Jahr rum. Krass, wie schnell das geht. Jetzt sind 60 Folgen geworden. Habe ich gar nicht damit gerechnet, aber ein oder zweimal habe ich sogar mehr als einmal die Woche eine Podcast-Folge veröffentlicht und so kommt dann so eine Menge an Hormonthemen zusammen. So schnell kann es gehen und das ist ja noch lange kein Ende in Sicht. Immer wieder dreht sich hier natürlich um das Gleiche, um die lieben, kleinen, manchmal auch sehr nervigen Hormone. Immer wieder begegnen uns Progesteron, Östrogen, Testosteron, die Schilddrüsenhormone, das Cortisol und wie sie alle heißen. So ein bisschen sind sie schon für mich zur Familie geworden. Nicht immer finde ich das, was sie tun, ziemlich gut, aber das ist mit Familienmitgliedern so. Die machen auch manchmal Dinge, von denen man nicht so begeistert ist und so geht's mir, glaube ich, inzwischen auch. Aber sie sind mir doch tatsächlich ans Herz gewachsen, weil ich einfach verdammt neugierig immer bin, wie das in unserem Körper funktioniert und ziemlich beeindruckt, wie toll unser Körper unseren gesamten Stoffwechsel regulieren kann. Und das macht er mit so kleinen Dingen, die können wir gar nicht sehen. Ich erkläre immer gerne, dass die Größe eines Hormons irgendwie so gar nicht mit den Augen wirklich sichtbar ist. Und um es sich im Größenvergleich vorzustellen, nehme ich immer das Beispiel, stell dir einfach mal vor, du hast so ein Zuckerkörnchen, also wirklich nur ein Zuckerkörnchen. Das ist so wirklich klein schon, ja, das ist nicht mehr wirklich viel, das ist vielleicht so ein Milligramm. Und unsere Hormone kommen in unserem Körper in Pikogramm vor, also wirklich richtig klein. Da ist ja dieses Zuckerkörnchen nochmal 100-fach, eher 1000-fach zerkleinert. Und diese kleinen Stoffe, die wir wirklich mit dem Auge nicht mehr sehen, die haben so eine massive Kraft. Ist das nicht beeindruckend? Ja, also da könnten wir alleine schon aufgrund dieses Makrokosmos in unserem Körper eine philosophische Folge machen, aber heute haben wir wirklich einiges zu tun. Ja, wir sind ja heute nicht nur bei der Jubiläumsfolge, sondern wir haben ja auch noch ein bisschen was zu erledigen. Wir haben ja jetzt in den letzten 2 Folgen uns mit der Symptomatik eines idealen Zyklus beschäftigt und was da alles schieflaufen kann. Und heute geht's natürlich um ganz konkrete Dinge. Was kannst du jetzt machen? Und wir sind auch im November angekommen. Und du weißt ja, als vielleicht treue Hörerin des Podcasts, es ist ja auch so, dass es hier immer Überschriften und Themengebiete gibt pro Monat und unabhängig, dass wir jetzt noch so ein bisschen im Oktobermonat in dem Thema Fruchtbarkeit drin hängen, auch wenn wir schon ein bisschen im November sind, habe ich diesen Monat tatsächlich vor, mit dir auch natürlich die dunkle Jahreszeit ein bisschen anzugucken. Also das Thema nochmal anzusprechen.
wie wirkt denn tatsächlich Vitamin D? Ist das sinnvoll? Und vor allem das Thema Depression. Depression ist ja etwas, was eben Frauen häufig auch gerade vor den Tagen haben, die klassischen Depri-Tage vor der Menstruationsblutung. Und auch da möchte ich natürlich gerne so ein bisschen beleuchten, was steckt denn dahinter? Und das erwartet uns alles eben auch noch im November. Deswegen müssen wir heute Gas geben, damit wir das Thema idealer Zyklus und was du jetzt tun kannst bei Zyklusbeschwerden, bei Periodenbeschwerden und, damit wir das auch zu Ende bringen. Und ich habe mir einen dicken, fetten Zettel geschrieben, beziehungsweise sind schon mehrere Seiten geworden. Es ist ja gar nicht so ohne, was wir alles da so besprochen haben. Und vielleicht willst du dir die ein oder andere Folge, die erste Folge, so läuft dein idealer Zyklus ab oder das kann hinter deinen Zyklusbeschwerden stecken, als zweite Folge nochmal anhören, um so ein bisschen das ins Gedächtnis zu rufen, beziehungsweise nochmal genauer zu eruieren, wo sind denn meine Schwierigkeiten? Ich fasse es dir aber nochmal zusammen. Die erste Folge vor 2 Wochen war die Folge "So läuft ein idealer Zyklus ab" und da haben wir erstmal praktisch die Baseline, so den Sollzustand miteinander besprochen. Wie sollte eine Periodenblutung idealerweise ablaufen? Dafür gibt es ja so ein Parameter, so ein paar, die man nutzen kann und die habe ich dir versucht einfach so ein bisschen näher zu bringen. Und dann macht es natürlich Sinn, das war dann die zweite Folge, letzte Woche, da haben wir darüber gesprochen, was für Probleme da beim Zyklus auftreten können. Und dass man sich so ein bisschen orientieren kann, dass man Ursachenforschung betreiben kann, dass man das Problem bestimmen kann. Und da habe ich dir erzählt, dass das hat sich immer wiederholt, also wir haben nicht ganz neue Dinge jedes Mal bei neuen Symptomen gefunden, sondern so die typischen Ursachen waren Stress, natürlich das Alter, also das fortschreitende Alter, das weniger aktive Arbeiten der Eierstöcke, also so der Schritt in Richtung Prämenopause und Menopause. Natürlich kam auch die Schilddrüsendysfunktion, Schilddrüsenproblematik vor. Wir haben über Medikamenteneinnahme gesprochen, die auch stören kann und den Zyklus eben dementsprechend stören kann. Wir haben über Entzündungen gesprochen, die auch im Darm stattfinden können. Darmdysbiose war auch ein Thema. Wir haben über Ernährungen gesprochen, dass einfach eine sehr einseitige, eine Mangelernährung dann auch eben für Zyklusprobleme sorgen kann. Und wir haben eben auch darüber gesprochen, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob ich das sehr ausführlich besprochen habe, über die Auswirkungen der Einnahme der Pille, wenn ich das dann absetze, auch dann können Zyklusprobleme entstehen. Zum Beispiel das genannte PCOS, polyzystisches Ovar, das Syndrom, wo kleine Eibläschen wie in einer kleinen Perlenschnur sich im Eierstock ansammeln können. Darüber haben wir alles gesprochen. Im Endeffekt ging es aber tatsächlich immer darum, dass es entweder dann bei Periodenproblemen so ist, dass der Eisprung ausbleibt oder dass die Zeit nach dem Eisprung zu kurz ist. Das heißt, es hat sich ganz viel um das Hormon Progesteron gedreht. Das ist nämlich das Hormon der Lutealphase des zweiten Teils des Zykluses. Und heute wollen wir jetzt mal genau gucken, was kannst du denn bei den unterschiedlichen Ursachen und Problemen, die dann ursächlich eben sind für die Zyklusbeschwerden, was kannst du tun? Habe ich mir einfach eine Liste gemacht und mir mal das allererste, was ja hier im Podcast schon häufiger auch Thema war, das Thema Stress, habe ich mir hergenommen und habe mir natürlich überlegt, was sind denn so Ursachen für Stress? Klassisch ist natürlich einfach das To-Do, das tägliche Leben, möglicherweise schon ziemlich stressig und das kann schon alleine dafür sorgen, dass du so unter Strom bist, dass deine Nebenniere so viel Cortisol ausschüttet, dass das ordentlich die Sexualhormone durcheinander bringt. Aber klassisch kann natürlich auch Schlafmangel dazu führen. Also wenn du chronisch zu wenig Schlaf bekommst, weil du vielleicht zu viel zu tun hast, da haben wir wieder den Stress von außen, vielleicht durch die Arbeit, die Kinder, was auch immer, kann dazu führen, dass sich der Stress noch verstärkt, das Thema einseitige Ernährung, wenig
Zeit sich nehmen für gesunde Ernährung kann eben auch zu Stress führen, im Darm dann ganz besonders. Und dann haben wir auch schon einen kleinen Verbindungsbogen zum Thema Entzündungen. Die Pille macht natürlich als absoluter Nährstofffresser auch Stress. Im Prinzip muss der Körper einfach all die Inhaltsstoffe von diesem Arzneimittel auch wieder abbauen. Und das ist ordentlich stressig für den Körper zum Teil. Krankheiten machen definitiv Stress. Emotionale Beschwerden, Trauer, Konflikte machen Stress. Und zwar ziemlich lange und oft ziemlich unbewusst. Und natürlich auch Entzündungen eben. Krankheiten, die uns eben beschäftigen. Schwere Erkrankungen natürlich auch. Aber jetzt wollen wir ja natürlich über die Behandlungsmöglichkeiten gucken. Und nur, damit du vorneweg schon mal weißt, du findest auch die Podcast-Folge unter dem natürlich Link. Und zwar lautet der www.alexbroll.com/Periodenbeschwerden-Behandlung. So, und dann findest du die Podcast-Folge, kannst da auch die nochmal abspielen. Bei mir auf dem auf der Website gibt's so einen Player, da kann man sich die auch nochmal anhören. Nur, dass du eben auch weißt, da gibt's die Shownotes. Dann bist du nämlich auch auf meiner Website und dann kannst du auch mal die vorhergehenden Podcast-Folgen, wenn du magst, angucken. Da gibt's alle, die sind dort aufgelistet und gegebenenfalls ist ja bei der ein oder anderen Folge auch in den Shownotes mal eine Bücherliste oder so. Da kannst du dann auch nochmal nachgucken. Aber jetzt wollen wir uns also mit den Behandlungsmöglichkeiten, also mit dem, was kann ich selber tun, auseinandersetzen. Und bei Stress gibt es natürlich viele Herangehensweisen. Es gibt ganz viele Entspannungskurse, Anti-Stress-Kurse. Es gibt so viel, was angeboten wird. Halt doch mal die Augen auf, ob irgendwas davon für dich vielleicht in Frage kommt. Klassisch wird auch immer Yoga empfohlen, Qigong, Tai Chi. Also alles, was so dich auch mit deinem Körper wieder in Kontakt bringt und trotzdem aber den Geist runterfahren lässt, ist natürlich angenehm, hilft aber auch nicht jedem. Also nicht jeder ist ein Yoga-Typ. Ganz wichtig gilt aber natürlich, fahr runter. Und das ist ganz, gar nicht so leicht. Das ist manchmal leichter gesagt als getan. Denn Erholung ist etwas, was unser Körper durchaus auch wieder lernen muss, gerade wenn wir lange die Stresskurve fahren. Also wenn wir lange unter Strom stehen, dann kann der gar nicht mehr so gut runterfahren. Das heißt, das müssen wir dann auch üben. Da hilft zum Beispiel dann gerne auch mal der Kontakt über einen Therapeuten, dass man sich psychotherapeutische Hilfe sucht. Es hilft aber natürlich auch einfach, sich auszutauschen mit der besten Freundin, dem Partner oder man bucht einfach mal ein Coaching, ein Stress, Anti-Stress-Coaching oder eben zum Beispiel auch im Hormon-Coaching ist das bei mir immer ein Thema, wenn Stress als vorherrschende Ursache mit hormonelle Probleme verursacht. Also das kann durchaus wirklich einen wirklich weit bringen. Dann habe ich natürlich noch ein paar Punkte, die ich mir überlegt habe und die ich auch gerne im Hormoncoaching mit einsetze, nicht als einziges Mittel, aber so als, sage ich mal, so eine erste Basisunterstützung. Magnesium hilft zum Beispiel. Wir haben gerade bei Stress einen chronischen Magnesiummangel, weil der Körper das Magnesium einfach so wieder ausschüttet, wie es reingeht, weil der Magnesium ist ein sehr beruhigender Mineralstoff. Und wenn wir unter Strom stehen, brauchen wir eigentlich nicht wirklich was Beruhigendes, sondern müssen uns pushen, pushen, pushen. Und dann schüttet der Körper einfach auch dieses Magnesium aus. Das heißt, wir müssen dem mehr anbieten während stressigen Phasen, damit er das auch verwenden kann. Und dann können wir tatsächlich auch runterfahren. Es empfiehlt sich zum Beispiel, das Magnesium dann auch abends einzusetzen, also abends einzunehmen, dann kann ich gegebenenfalls besser schlafen.
Zink ist auch ein wichtiger Nährstoff, ein wichtiger Mineralstoff, den wir gut aufnehmen können, der die sogenannte HPA-Achse beruhigt. Die HPA-Achse ist die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse. Das heißt, es wird ja über unser Gehirn zum Beispiel auch die Nebenniere reguliert und praktisch in der Hypophyse, im Hypothalamus sind es immer Releasing-Hormone, die freigesetzt werden und die dann eben zum Beispiel dafür sorgen, dass Adrenalin und Cortisol überhaupt gebildet und ausgeschüttet wird. Und damit eben sich auch diese beiden Bereiche, Hypothalamus und Hypophyse, beruhigen, nicht so viel Releasing-Hormone freisetzen, kann man Zink zum Beispiel einsetzen. Zink ist übrigens auch gerade in der kalten Jahreszeit ein sehr probates Mittel, um vielleicht vor der nächsten Erkältung und dem Schnupfen vorbeizukommen. Es wirkt nämlich antibakteriell und antiviral und da kann schon mal der ein oder andere Schnupfen abgebügelt werden. Auch nicht schlecht. Wir haben die B-Vitamine, gerade das Vitamin B5 oder grundsätzlich alle B-Vitamine wirken stressregulierend, runterregulierend, entspannend und gleichzeitig viele von den B-Vitaminen wirken als freie Radikalenfänger, also wunderbar, um gegen den Stress vorzugehen. Dann gibt es noch, das habe ich auch schon im Podcast, glaube ich, mal erwähnt, das sogenannte Rhodiola-Rosenwurz. Das ist ein sogenanntes Adaptogen, das gerne eben eingesetzt wird, um die Nebenniere so auszuregulieren, ein bisschen zu entspannen, dass die ein zu viel runterreguliert und ein zu wenig hoch. Adaptogene sind immer Stoffe, die ausgleichend wirken. Rhodiola gibt es als Nahrungsergänzungsmittel auch zu kaufen und dann nimmt man in der Regel eine Kapsel ein und muss das aber natürlich über eine längere Zeit tun, um dann dementsprechend auch Erfolge zu sehen. Und ganz wichtig ist natürlich nicht nur an Nahrungsergänzungsmittel zu denken, sondern natürlich grundsätzlich den Lebenswandel zu verändern, die Schlafroutine zu verbessern, lange zu schlafen, den Körper in die Entspannung, in die Erholung zu bringen. Und das kann er natürlich am besten im Schlaf. Und Bewegung schadet nicht. Ja, also es ist wirklich so, da muss man ja nicht fünfmal die Woche ins CrossFit gehen, um die Bewegung zu haben, sondern da reicht tatsächlich vielleicht dreimal die Woche 30 Minuten intensiver Sport, so dass man ordentlich in Schwitzen kommt oder fünfmal die Woche wirklich zügig spazieren gehen. Aber das sollte nicht so runtergemacht werden, sondern das ist einfach auch ein guter Ausgleich für den Körper zum Alltagsstress. Die Schilddrüse war auch in der letzten Folge immer wieder ein Thema, dass die Schilddrüse tatsächlich auch die Sexualhormone, eben Progesteron und Estradiol, negativ beeinflussen kann und andersrum natürlich auch. Und das ist häufig ein Problem der Frauen. Viele Frauen haben eine unentdeckte Schilddrüsenunterfunktion oder sogar auch eine Autoimmunerkrankung, die Hashimoto-Thyreoiditis, wo also der Körper, das eigene Immunsystem, die Schilddrüse angreift und die langsam kaputt macht. Die beiden Schilddrüsendysfunktionen kann man nicht unbedingt miteinander vergleichen, wobei der Hashimoto, also die Hashimoto-Thyreoiditis, auch häufig Symptome der Schilddrüsenunterfunktion zeigt. Es gibt aber da auch definitiv Phasen der Überfunktion. Das heißt, das ist ein Wechsel, der oft in die Richtung Unterfunktion hinüber rutscht, aber auch wieder zurückgehen kann in die Überfunktion, wenn eben praktisch wieder die Entzündung aufflammt. Dann produziert erstmal die Schilddrüse wieder ordentlich Schilddrüsenhormon und wenn dann tatsächlich das ganze Gewebe kaputt geht, dann haben wir wieder eine Unterfunktion. Das muss man sich einfach so ein bisschen auch klar machen und man muss die beiden auch unterscheiden, denn es gibt einige Dinge, die für die Hashimoto-Thyreoiditis nicht funktionieren, aber für die Schilddrüsenunterfunktion sehr wohl. Nachweisen kann man übrigens die Schilddrüsenunterfunktion, indem man eben die klassischen Schilddrüsenwerte untersucht, TSH-Wert, FT3 und FT4 und wenn man eben dann ausschließen möchte, dass es eine Hashimoto-Thyreoiditis ist, dann nimmt man dann noch die Untersuchung der
Schilddrüsenantikörper mit dazu. Untersuch die natürlich mit Ultraschall, gegebenenfalls auch mit einem Scintigramm, wo einfach geguckt wird, wie aktiv ist die Schilddrüse. Dann kann man dementsprechend sehr viel genauer sagen, was geht da in der Schilddrüse vor. Ist es eine wirkliche Entzündung oder ist sie einfach nur ein bisschen, sag ich mal, in der Unterfunktion und arbeitet nicht so, wie sie sollte. Das ist also wichtig, diese Unterscheidung zu treffen. Und dann müssen wir uns natürlich genau daran auch im Prinzip orientieren. Denn grundsätzlich ist es zum Beispiel so, dass bei vielen Autoimmunerkrankungen viele Frauen haben nicht nur, wenn sie denn eine Hashimoto-Thyreoiditis haben, dann nur diese Autoimmunerkrankung, sondern dann kommt die nächste und die nächste dazu. Häufig sind das eben dann komplexe Erkrankungen, weil das Immunsystem ja nicht gut funktioniert, weil das überreagiert. Die eine Frau entwickelt eine Fibromyalgie, die nächste bekommt ein Lieb- und Lymphödem oder. Also da ist tatsächlich sehr viel an Möglichkeiten der Autoimmunerkrankungen. Und das ist tatsächlich häufig bei Frauen, dass die daran erkranken. Die haben natürlich auch häufige hormonelle Schwankungen. Und inzwischen ist es tatsächlich wissenschaftlich schon so, dass man auch sehr stark annimmt, dass diese starken hormonellen Schwankungen dafür eine große Mitursache sind. Da ist man aber noch dran. Also, grundsätzlich geben viele Frauen mit einer Unterfunktion, aber auch mit der Hashimoto-Thyreoiditis an, dass sie Gluten nicht gut vertragen. Also, dass da auch der Darm tatsächlich dann mitreagiert. Und da empfiehlt es sich dann gegebenenfalls auf Gluten zu verzichten, der in Weizen, in Roggen, also in all diesen Sorten, die wir als Brot dann gegebenenfalls zu uns nehmen, enthalten ist. Dann kann man noch sehr viel mehr machen, nur um es hier möglichst knapp zu und kurz zu halten, nur um so eine ungefähre Idee zu kriegen, gibt es oft natürlich auch Dinge, die man eben beachten kann. Das hat ganz viel wieder mit Nährstoffen zu tun. In dem Fall ist es einfach mal auch wichtig, sich klar zu machen, dass wir Nährstoffe brauchen, bestimmte Spurenelemente brauchen, um überhaupt die Schilddrüsenhormone effektiv produzieren zu lassen. Und einer dieser Nährstoffe ist Selen. Und wir haben einfach selenarme Boden hier in Deutschland, vermutlich auch in Österreich und der Schweiz. Das heißt, es kann einfach gut sein, dass ein Selenmangel vorherrscht und dann kann mit der Unterstützung, mit der Aufnahme von Selen, zum Beispiel über Nahrungsergänzungsmittel, tatsächlich auch die Aktivität der Schilddrüse wieder angeregt werden. Denn das Enzym, das aus einem T4-Hormon, aus dem Thyroxin dann ein Triiodthyronin macht, ist ein bestimmtes Enzym, eine Peroxidase, und die braucht tatsächlich, um effektiv zu arbeiten, Selen. Dann haben wir noch Jod. Jod ist etwas, was auch oft Mangelware ist, gerne in den südlichen Ländern natürlich sowieso. Und häufig haben die Menschen einen Jodmangel und dann ist tatsächlich die Substituierung mit Jod eine durchaus sinnvolle Sache. Aber hier sage ich definitiv lieber einmal mehr hier Rücksprache mit dem Hausarzt, dem Heilpraktiker oder Therapeuten, dem naturheilkundlichen Therapeuten halten. Denn zum Beispiel bei der Hashimoto-Thyreoiditis ist die zusätzliche Jodgabe keinesfalls ein guter Zug. Also das sollte man definitiv dann unterlassen. Das kann nämlich tatsächlich dann einen Entzündungsvorgang nochmal antriggern. Und das wollen wir definitiv vermeiden. Wir wollen ja die Hashimoto-Thyreoiditis möglichst ruhig halten. Und dann würde Jod das einfach anfeuern und das wollen wir nicht. Und manchmal ist es tatsächlich auch ziemlich sinnvoll, bei einer massiven Schilddrüsenunterfunktion oder auch bei einer Hashimoto-Thyreoiditis natürlich mit Schilddrüsenhormonen zu substituieren, weil der Körper natürlich im Prinzip diese Hormone braucht, um effektiv zu funktionieren, ja? Also das ist ja nichts Böses, sondern da versuche ich ja nur dementsprechend meinem Körper das zuzuführen, wovon er zu wenig hat. Die gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Die kann man auch tatsächlich, das ist bei uns weniger üblich, als natürliche, Anführungszeichen, Schilddrüsenhormone
aufnehmen, dann sind das die sogenannten NDTs. Also das heißt, es ist die Abkürzung für Natural Desiccated Thyroid Produkte. Das heißt, das ist ein Produkt, das ist aus der Schweineschilddrüse entnommen. Da ist nicht nur dann Schilddrüsenhormon drin, sondern eben auch andere Nährstoffe, Inhaltsstoffe der Schilddrüse vom Schwein. Und das ist tatsächlich so, dass manche darauf sehr viel positiver reagieren und einfach auch weniger davon brauchen, um die Schilddrüse wieder zum Laufen zu kriegen. Das ist das eine, was man tun kann. Man kann aber natürlich auch im Prinzip mit einer ganz latenten Schilddrüsenunterfunktion rumlaufen, die noch nicht wirklich behandlungsbedürftig ist, aber trotzdem fühlt man sich nicht gut und das stört trotzdem den Zyklus. Und dann sind so Dinge wie einfach die Aminosäure Tyrosin vielleicht eine gute Ergänzung, denn Tyrosin ist zusammen mit dem Jod, im Prinzip sind das die Bausteine für Schilddrüsenhormone. Denn es ist immer ein Tyrosin, also diese Aminosäure, und drumherum sind Jodatome gebunden. Und das ist dann im Prinzip das Hormon. Wichtig, immer da im Kopf zu haben, dass gerade die Schilddrüse häufig ja schon sehr diffizil ist, dass es nicht immer eben so klar ist, in welche Richtung hilft es. Und dann ist natürlich eine naturheilkundliche Unterstützung oft sehr hilfreich, weil man dann dementsprechend auch mal den Darm angucken kann, der gegebenenfalls einfach nicht so gut funktioniert aufgrund der Glutenempfindlichkeit, der Sensibilität, der Unverträglichkeit. Also da darf man gerne auch mal so ein bisschen vielleicht die Augen aufhalten. Gibt es jemanden, eine Heilpraktikerin, Heilpraktiker oder naturheilkundlich praktizierenden Arzt, in den ich Vertrauen setzen kann, dass der mich dann bei der Schilddrüsengeschichte gut unterstützen kann? Entzündungen waren auch ein großes Thema und da gehe ich mal jetzt relativ breit dran, weil Entzündungen können überall im Körper passieren. Na, wenn du dich irgendwo schneidest und es schmutzig wird, dann entzündet sich das auch, dann wird es rot, dann wird es heiß, dann tut es weh. Das sind alles eben typische Entzündungszeichen, die im Prinzip signalisieren, hey, der Körper muss sich jetzt um diese Stelle kümmern, hier im Prinzip das gesamte Immunsystem aktivieren, um gegen die Entzündung vorzugehen. Und klassisch tun Entzündungen dort, wo wir Schmerzrezeptoren haben, auch weh, weil eben bestimmte Stoffe freigesetzt werden, Prostaglandine und andere Stoffe, die dann eben reizen diese Schmerzrezeptoren und das ans Gehirn melden. Und dann weiß mein Hirn, ah, okay, da ist ein Problem. Das Problem ist aber auch, dass das nicht immer überall so stattfindet, dass Entzündung im Körper stattfinden kann, ohne dass ich möglicherweise Schmerzen habe. Das findet zum Beispiel im Darm statt, wenn wir eine Darmdysbiose haben. Aber auch Entzündungsfaktoren von außen können dafür sorgen, dass der Körper grundsätzlich einfach sehr empfindlich ist und mit grundsätzlicher Entzündung reagiert, an unterschiedlichen Stellen. Rauchen zum Beispiel ist ein ganz großer Entzündungsfaktor. Oder eben auch bestimmte Umwelttoxine, Plastiken, die ich über die Nahrung aufnehme oder auch einfach so aufnehme durch die Inhaltsstoffe, die sich lösen aus dem Plastik. Aber natürlich auch die Kosmetika können ein Problem werden oder einfach auch Lösungsmittel. Stress ist auch ein ganz großer Entzündungsförderer, weil einfach das Immunsystem dann überreagiert und an manchen Stellen tatsächlich dann auch zu Entzündungen führen kann. Und es gibt natürlich auch entzündungsfördernde Lebensmittel. Dazu gehört dann, und das ist dann auch zeitgleich die Empfehlung, das dann gegebenenfalls wegzulassen. Entzündungsfördernde Lebensmittel sind eben Zucker, Alkohol, Milch und Milchprodukte, Weizen, stark verarbeitete Lebensmittel, Fast Food, wo Transfette drin vorkommen. Das ist alles tatsächlich entzündungsfördernd und das kann durch die Ausschüttung von Zytokinen tatsächlich das Immunsystem so beanspruchen, dass im Prinzip der Körper nur noch auf Überleben schaltet und dann ist es wurscht, ob ich hier einen Zyklus habe oder nicht. Hauptsache, du überlebst und ich kann mich hier irgendwie aus der Affäre ziehen und mich gegen diese Entzündung wappnen. Das ist ja immer hier heute für uns das Thema. Was kann ich machen, damit meine Regelblutung normal und ideal wird? Und wenn ich nicht gesund bin, weil ich irgendwo in meinem Körper eine
eine Entzündung habe, dann kann natürlich möglicherweise auch mein Zyklus gar nicht gut und gesund funktionieren. Das macht total Sinn, oder? Also überlegen wir uns, was können wir tun? Den Stress hatten wir ja schon erwähnt. Das heißt, da haben wir wieder so eine kleine Verbindung vom Stress zur Entzündung. Dann zählt da natürlich auch das, was ich gegen den Stress tun kann bei der Entzündung. Ich kann aber natürlich auch mich einfach versuchen, gesund zu ernähren. Das heißt, ich koche frisch, saisonal, aus der Region hole ich mir das Gemüse. Es ist Biogemüse, da sind keine Pestizide drin und. Um möglichst hier einfach die Entzündungsmediatoren, die verursachenden Stoffe zu verringern. Ja? Grünes Gemüse, Brokkoli, Kohlgemüse, Salate, all das wirkt tatsächlich über all die Inhaltsstoffe in diesem Gemüse auch entzündungshemmend. Vitamin C in den ganzen Zitrusfrüchten, aber natürlich auch in den anderen Gemüsesorten ist extrem unterstützend und wirkt auch gegen diese Entzündung. Wichtig auch im Kopf zu haben, ist Folgendes, dass wir natürlich Fette auch zu uns nehmen. Fette sind nicht böse, wie uns das lange über die Medien signalisiert wurde, sondern es ist tatsächlich wichtig, dass wir Fette zu uns nehmen, weil wir haben ja auch schon im Podcast gehört, die Urform, die Ursubstanz für die Bildung von Steroidhormonen wie Progesteron und Östrogen ist das Cholesterin. Und wenn ich kein Cholesterin zu mir nehme, kann ich keine Hormone machen. Punkt. Also wir brauchen gute, gesunde Fette. Nur ist das Verhältnis häufig sehr verdreht und das macht dann häufig die Probleme. Das heißt, wenn ich also zu viele Omega-6-Fettsäuren zu mir nehme, weil ich eben viel mit eben Transfetten koche oder mit pflanzlichen Ölen, die eben einen hohen Gehalt an Omega-6-Fettsäuren haben, dann ist ein Missverhältnis entstanden zwischen Omega-3 und Omega-6 und ich brauche eben auch viele Omega-3-Fettsäuren, die in Kokosöl enthalten sind, in Olivenöl, in Leinöl, in Hanföl, eben auch in fetthaltigen Fischsorten. Das dürfen wir durchaus uns auch mal erlauben, um die Omega-3-Fettsäurequelle eben zu haben. Eine ausgewogene Ernährung ist immer sinnvoll. Das heißt, es ist alles mit dabei. Es sind Ballaststoffe drin aus dem Gemüse, aus dem Obst. Wir haben Proteine, die es pflanzlich zur Verfügung gibt oder auch tierische Proteine. Wir haben die Kohlenhydrate aus den aus Obst, aus Gemüse und vielleicht auch das ein oder andere stärkehaltige Lebensmittel, vielleicht Kartoffeln oder Reis, um einfach hier auch eine Abwechslung meinem Körper zu bieten. Aber die Abwechslung ist es, die dann meinen Körper einfach so gut unterstützt, dass er den Nährstoff auch aufnehmen kann. Ballaststoffe sind so wichtig für einen gut funktionierenden Darm. Wenn ich ihm die nicht zur Verfügung stelle, wie will ich dann eben meine Verdauung gut unterstützen? Und die Ballaststoffe sind praktisch das Futter für die Darmbakterien. Ne? Der Körper kann mit den Ballaststoffen nichts anfangen, aber unsere Darmbakterien schon. Das sollten wir also auch unbedingt im Kopf haben. Magnesium und Zink ist uns schon begegnet. Das war beim Stress ein Thema. Das ist natürlich jetzt hier auch nochmal eine Möglichkeit, damit zu arbeiten. Und ich habe es gerade schon gesagt, der Darm ist das A und O. Der nimmt tatsächlich die Nährstoffe auf und wenn er das nicht tun kann, weil er nicht gut funktioniert, haben wir ein Problem. Also müssen wir uns um einen gesunden Darm tatsächlich wirklich aktiv kümmern. Dann gibt es natürlich noch einen Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, den wir genannt haben. Natürlich das Alter, die Zeit vor der Menopause, wenn also der Eierstock nicht mehr ganz so effektiv arbeitet, wenn hin und wieder mal der Eisprung ausbleibt, wenn die Lutealphase zu kurz ist, kurz und knapp, wenn einfach Progesteron knapp wird. Da können wir natürlich nichts machen. Wir können uns ja jetzt hier schlecht irgendwie einfrieren lassen und dann in, weiß ich nicht, 200 Jahren irgendwie als 20-Jährige wieder aufzuwachen. Das funktioniert ja nicht. Das heißt, wir müssen uns tatsächlich eben dem Lauf der Zeit hingeben und das einfach annehmen, dass der Eierstock über die Zeit nicht mehr gut arbeitet, dass einfach die Produktion von Progesteron zurückgeht. Ich kann aber natürlich
diese Zeit, die ja dann schon möglicherweise zu massiven Beschwerden führt, möglichst smooth, also entspannt für mich ablaufen lassen. Das heißt, ich kann einige Dinge unterstützend tun, damit es nicht so schlimm wird. Und da gehört zum Beispiel der Verzicht auf Alkohol mit dazu. Also wirklich da zu überlegen, wo kann ich denn gegebenenfalls den Alkoholkonsum runterregulieren. Vielleicht ist es auch gar kein Problem. Ja, tipptopp, dann ist das schon mal keine Baustelle. Ganz wichtig natürlich für uns auch eben eine gesunde Darmflora. Also das sehe ich auch häufig, dass gerade eben dann mit Anfang 40, spätestens 50 möglicherweise dann auch einigermaßen der Darm erstmal so erledigt und kaputt ist, weil es schon einige Antibiotika-Gaben gab, weil einfach grundsätzlich schon über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, die Darmflora nicht so gut funktioniert hat und dann jetzt aber wirklich dafür auch sorgt, dass diese Symptome, die Beschwerden sich verschlimmern. Also hier kann man auch viel eben über, sag ich mal, den Umweg Darm erreichen. Und dafür brauchen wir aber natürlich auch eine gut funktionierende Leber. Denn eine gut funktionierende Leber kann dementsprechend Östrogen gut abbauen und praktisch entgiften. Und wenn die das nicht tut, weil sie chronisch überfordert ist, dann wird sie das Östrogen zuletzt erstmal dementsprechend dann abbauen wollen und schickt das wieder zurück in den Kreislauf. Und damit wird die Östrogendominanz einfach auch dann dementsprechend stärker und die Beschwerden vielleicht zusätzlich eben verstärkt. Magnesium ist so ein bisschen gefühlt das Wundermittel der Mineralstoffe, weil es eben zum einen entkrampfend wirkt, zum anderen energiespendend, es fährt das System runter und es ist aber tatsächlich auch einer der Stoffe, der wahnsinnig wichtig ist und den wir viel zu schnell auch oft verbrauchen und dann haben wir eben einen Mangel. Also da schadet es oft nicht, eben mal mit Magnesium vielleicht zu substituieren oder zu gucken, wo ist denn besonders viel Magnesium in meinen Nahrungsmitteln enthalten. Eine Sache habe ich heute nicht erwähnt, aus gutem Grund, nämlich was kann ich tun bei PCO, also dem polyzystischen Ovar-Syndrom. Das ist tatsächlich so komplex und da will ich nochmal sehr viel detaillierter einsteigen, so dass ich das eben so ein bisschen ausgegliedert habe für eine neue eigene Folge, damit wir uns dem tatsächlich nochmal sehr viel spezieller widmen können. Die Pille zähle ich so ein bisschen zu den Medikamenten. Wer sich jetzt fragt, warum hat sie nichts über die Pille gesagt? Die Medikamentengabe, das bedeutet also die Einnahme von Arzneistoffen, ist häufig eben auch damit assoziiert, dass ich eben erstmal wieder die Entgiftungsfunktionen meines Körpers anregen muss, den Darm, die Leber, vielleicht auch dementsprechend eben einiges tun kann, um überhaupt die Hormonproduktion wieder anzuregen, denn mit der Pille beziehungsweise unter der Pille ist das ja alles im Dornröschenschlaf gewesen. Da kann ich unterstützen, das ist oft sehr viel individueller dann noch ausgeprägt und da empfehle ich dann häufig auch gerne mal eben sich mit einem Naturheilkundler, mit einem Heilpraktiker, Heilpraktikerin auseinanderzusetzen oder mal bei mir in die kostenlose Hormonsprechstunde zu kommen, um das sehr viel gezielter im Prinzip anzugehen, damit das nicht so eine, sage ich mal, 0815 Variante und Behandlungsmöglichkeit ist, sondern dass sehr viel spezieller angegangen werden kann, weil häufig die Pillen sich unterscheiden, dann auch die Symptome unterschiedlich sind und dann hilft es, sich einfach vorneweg damit auseinanderzusetzen, was braucht der Körper, wie reagiert er vielleicht dann jetzt, seit die Pille nicht mehr da ist und was kann ich tun aufgrund der Erfahrungen, die ich vielleicht vor der Pille auch schon hatte mit meiner Menstruationsblutung und. Das heißt, das ist oft ein bisschen komplexer als nur zu sagen, nimm jetzt so das, was ich dir jetzt nenne, Mönchspfeffer und Traubensilberkerze und B-Vitamine und dann wird alles schick. Das ist nicht so einfach, sondern das sind jetzt sehr allgemeine Möglichkeiten, Behandlungsmöglichkeiten, die du tun kannst. Mönchspfeffer ist definitiv eine Empfehlung, die uns ja auch immer wieder begegnet, wenn es darum geht, den Zyklus zu regulieren. Traubensilberkerze ist auch etwas, das uns in der Regel gerne begegnet. Und auch natürlich Nährstoffe wie die B-Vitamine sind jetzt nichts Neues. Die super Erkenntnis,
Aber häufig ist es natürlich die Kombination von verschiedenen Möglichkeiten, die dann tatsächlich auch wirklich dementsprechend die Veränderung und die Verbesserung bringen. So, das war jetzt eine ganze Menge. Tief durchatmen. Du musst jetzt keine Prüfung dazu schreiben, sondern das war nur jetzt eben sehr allgemein gefasst, was man grundsätzlich erstmal tun könnte, was vielleicht schon mal viel an Unterstützung bringt. Wenn es dann aber tatsächlich um individuelle Schwierigkeiten und Fragen geht, empfehle ich eben, wie gesagt, immer die Unterstützung vom naturheilkundlich praktizierenden Arzt, Hausarzt des Vertrauens, Heilpraktiker oder du kommst zu mir in die erste, in die kostenlose Hormonsprechstunde und entscheidest dich dann fürs Hormoncoaching. Also da gibt's viele Varianten, die du in Anspruch nehmen kannst. Übrigens ist es auch so, dass dieser Inhalt, den ich dir heute so im Groben in, jetzt knapp 40 Minuten erläutert habe, auch Teil meines Kurses ist Östrogendominanz, weil die Östrogendominanz natürlich gerne auch mal zu Zyklusbeschwerden führt, der so in der Finalphase gerade ist, der Kurs. Das heißt, ich bin gerade ganz massiv am Aufnehmen von Videos, von Audios. Das Workbook ist fertig. Das heißt, es wird definitiv noch vor Weihnachten was mit dem Kurs. Das heißt, wenn du jetzt so ein bisschen die Frage stellst, oh ja, möglicherweise will ich was tun, aber Hormoncoaching ist vielleicht nicht so das, was ich im Kopf habe, oder ich möchte einfach nur mehr und tiefer einsteigen, dann halte die Augen auf. Ich werde dir auch noch in den nächsten Wochen mehr davon erzählen, wenn es wirklich dann praktisch finalisiert ist, das Projekt, der Kurs, und dann steht er natürlich zum Verkauf zur Verfügung. Und mir war ganz wichtig, bei der Erstellung des Kurses ebenso wie im Podcast auch Wissensvermittlung erstmal zu betreiben, Ursachenforschung zu betreiben und dir dann natürlich auch, es ersetzt kein 1:1 Coaching, das muss ich an dieser Stelle natürlich schon einwerfen, aber dir schon auch Möglichkeiten an die Hand zu geben, was kann ich selber machen? Denn hier heißt es nicht ohne Grund, nimm deine Gesundheit wieder selbst an die Hand. Genau darum geht es, das ist mir extrem wichtig und das geht natürlich auch für den Kurs. Und wenn du jetzt sagst, ach ja, Mensch, ich würde trotzdem ganz gerne mal wissen, wo denn die Reise hingeht, was mein Problem wirklich ist, genauer da mich informieren, dann lade ich dich ganz herzlich ein zur Hormonsprechstunde. Die ist kostenlos, völlig gratis für dich. Da musst du nichts anderes tun, als einfach auf www.alexbroll.com/Sprechstunde zu gehen. Buchst du dir einen Termin und ich rufe dich auf jeden Fall an. Wir zoomen miteinander und dann sprechen wir eine halbe Stunde wirklich ganz konkret über die Symptomatiken und ich gebe dir einen roten Faden mit an die Hand, was jetzt vielleicht so die nächsten wichtigen Schritte sein könnten. Ich erzähle dir was zum Hormoncoaching. Das ist immer sehr schön für mich, in Kontakt mit meinen Hörerinnen zu kommen und hoffentlich sehr gewinnbringend für dich, weil du einfach weißt, was steckt denn dahinter. In diesem Sinne, hab eine großartige Woche. Ich freue mich auf die nächste. Bis bald. Ciao.